Ja, herzlich willkommen bei Experts for Training. Neben mir steht Dr. Jürgen Fritsche. Er ist ehemaliger mehrfacher Karate-Weltmeister und der aktuelle Athletiktrainer der deutschen Karate-Nationalmannschaft. Mir gegenüber steht Professor Dr. Kreuz. Er ist Experte für Gelenke und Spezialist für regenerative Knorpelchirurgie. Wir werden Ihnen heute Übungen zeigen, wie man die Gelenke fit hält und eine optimale Prophylaxe gegenüber den häufigsten Krankheitsbildern schafft. Los geht's! Beim dynamischen und propriozeptiven Training werden Muskeln angespannt und Gelenke dabei bewegt. Der große Vorteil liegt im Training ganzer Muskelfunktionsketten. Und durch das Zusammenspiel verschiedener Muskeln wird auch deren neuronale Ansteuerung optimiert. Die Durchblutung und Kapillarisierung der Muskulatur verbessert sich ebenso. Und gerade durch diese propriozeptiven Trainingsinhalte werden verschiedenste Sensoren in den Gelenken, den Muskeln und in den Sehnen besser und schneller angesteuert, was die Gelenke spürbar stabiler und widerstandsfähiger macht. Die wichtigsten Übungen hierfür zeigen wir Ihnen jetzt. Wir kommen jetzt zum Stabilisationstraining, zu einem propriozeptiven Training für die unteren Extremitäten, zur Stabilisierung von Sprunggelenk und Kniegelenk. Wichtig dabei ist es, dass wir achselstabil sind, sodass immer das Knie über dem Fuß bleibt. Sprich, wir wollen vermeiden, dass ein Innenkollaps passiert, eine Valgisierung vom Fuß, vom Knie. Und wir möchten dann aufbauend auf der Unterstützungsfläche von breit zu eng zu einbeinig gehen und von eher statischen Anteilen zu dann doch vielen Bewegungen und dynamischen Anteilen. Wir fangen also an, ganz exakt, Knie bleiben über dem Mittelfuß und machen einfach nur Kniebeugen. Die Kniebeugen können so tief sein, wie es jeder für möglich hält. Also hoch und runter, Achsen stabil, ganz wichtig. Wir schließen dann die Beine wieder, wir gehen tief runter und dasselbe noch einmal. Tief runter und immer aufpassen, dass die Knie nicht hin und her wackeln. Wenn das auch möglich ist, geht es auf ein Bein. Mit Schuhen ist das immer schwieriger als barfuß oder mit Socken. Wenn das hier funktioniert, wenn wir statisch stehen können, dann können erste kleine Laufbewegungen einbauen. Die können auch diagonal gehen und wir merken schon, wie wir dagegen arbeiten müssen, um das zu stabilisieren. Deutlich anspruchsvoller ist es dann, wenn ich versuche nach vorne zu greifen, ohne den Boden zu berühren. Ich zeige es mal von der Seite. Nach vorne greifen, so weit als möglich und wieder nach oben kommen. Das Knicken in der Hüfte wird vermieden, indem wir erst absenken, 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 dann greifen und wieder nach oben kommen. Alles, was wir mit offenen Augen machen können, können wir natürlich auch mit geschlossenen Augen machen. Das erhöht den Schwierigkeitsgrad, ist für viele sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. Wenn das alles nicht ausreicht und immer noch schwieriger sein muss, nehmen wir uns irgendwas Weiches, Wackeliges, wir falten ein Handtuch zusammen, nehmen ein Kopfkissen. Selbst ein Schuh ausgezogen, verkehrt rum hingelegt, ist ein hervorragendes, ganz, ganz kostengünstiges Wackelbrett. Wir stellen uns drauf, stehen und als allererstes, wie immer, versuchen wir stehen zu bleiben. Alle Übungen, die danach kommen, indem wir dann versuchen, eine Standwaage zu machen, indem wir uns seitlich irgendwie bewegen, hoch die Arme mitnehmen, vielleicht sogar mit einem Partner einen Ball zu werfen oder diesen Ball gegen die Wand zu werfen. Alles Möglichkeiten, um hier eine gewisse Dynamik reinzubekommen und wieder selbstständig zu versuchen, das Knie immer wieder zu stabilisieren und immer wieder zu sehen, dass es in der Achse bleibt, um diesen dynamischen Prozess immer progressiv zu steigern. Sehr, sehr gut ist auch, indem ich dann versuche, so weit als möglich rüber zu gehen, zur Seite zu gehen, nach hinten und nach vorne zu gehen. Damit das dann nicht so schwer ist, schiebt man das ganz weit zur Seite raus und versucht, das Knie
ganz, ganz festzuhalten. Ganz, ganz gerade. Mit der einen Seite konsequenterweise, mit beiden Seiten, mit der anderen Seite auch. Ich glaube, das sind einige Übungen dabei, die viel Spaß machen. Los geht's!